Ja, Erich Arnecke, erstmal herzlichen Glückwunsch an Sie, an das Team, hier Philipp Soldan Restaurant, den Michelin-Stern wieder erfolgreich errungen, muss man ja sagen. Es ist keine Gnade, dass man den kriegt und es ist auch kein Dauerabonnement. Also herzlichen Glückwunsch an Sie und Ihr Team. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das stimmt, das sagen Sie richtig. Es ist kein Dauerabo, man muss ein bisschen was dafür tun. Und wir versuchen natürlich jeden Tag auch, dass wir erstmal den Wünschen der Gäste entsprechen und sie auch in gewisser Art begeistern können. Und dazu zählt natürlich dann die Auszeichnung, die der Guide Michelin vergibt. Ich habe gesagt Team, weil es geht eigentlich nur im Team. Die exzellente Küche nutzt ja nichts, wenn der Service nicht mitspielt und der Keller nicht entsprechend ist. Das ist ja ein Gesamtpaket. Und wenn man Teil des Teams werden möchte, Sie sind immer offen für Bewerbungen, ne? Ja, das stimmt, selbstverständlich. Gerade im Servicebereich ist es heutzutage natürlich umso wichtiger, dass wir unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiter für unser Haus gewinnen können und dementsprechend natürlich auch die Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind und einfach bei uns einen guten Arbeitgeber vorfinden. Und die Speisen, die die Küche dann sternemäßig durch den Pass schickt, wie das so richtig im Jargon heißt, auch entsprechend präsentieren, genau, und servieren kann mit der dazugehörigen Getränkempfehlung, also alles das Rundpaket. Genau. Ja, Lesung mit Goethe und Werther und passend dazu Gerichte aus der Zeit um Goethes Zeit herum. Wie nähert man sich dem? Es ist natürlich nicht ganz einfach, denn zu der Zeit hatte man etwas anders gekocht. Man hat wesentlich regionaler gekocht, weil Logistikketten ja nicht so waren. Man hat natürlich reichhaltiger gekocht, was Fett und so weiter ging. Und viele Gewürze, die man heute in jedem Supermarkt kaufen kann, waren damals ja kleine Kostbarkeiten, die die bürgerlichen Köche und Köchinnen in den Häusern ja schon vor Herausforderungen stellten, oder? Richtig. Ich denke auch, dass es damals natürlich eine ganz andere Zeit, aber die Küche, wie man sieht, viele Sachen, die sich zu dieser Zeit entwickelt haben, haben heutzutage auch noch Bestand, ja, in Küchen natürlich, wie es in dem Roman jetzt war oder beziehungsweise zur Zeit ein Karlsbader Strudel, habe ich auch erwähnt vor den Gästen, dass diese Bezeichnung Karlsbader Schnitte etc. namensgebend war für viele Garnituren, die wir Köche natürlich in unserer Ausbildung erlernt haben. Und dessen ist natürlich heutzutage ist die Zeit, wie Sie schon gesagt haben, Logistik. Man bekommt eigentlich zu jeder Tageszeit alles, was, sofern das möglich ist, hat das natürlich früher eine ganz andere Herausforderung dargestellt. Aber das Essen war sicherlich auch dafür individueller und die eine Region hat es so gekocht. Und so war es jetzt auch zu der Zeit Goethes. Es wurde damals viel gereist natürlich auch. Und so konnte man unwahrscheinlich viele Eindrücke sammeln. Und die wurden in vielen Büchern, was ich in dem Fall zum Roman des Werthers auch zur Verfügung gestellt bekommen habe, ein Rezeptbuch von einem gewissen Herrn Nagel aus Berlin, wo viele Rezepte drin waren, die Goethe auf seinen Reisen erlebt hat, natürlich auch dargestellt worden. Wir haben das natürlich jetzt so präsentiert, wie wir es für uns unseren Gästen präsentieren würden. Und darf ich dazwischen machen, dass die Geschmäcker haben sich natürlich auch verändert im Laufe der Jahrhunderte durch mehr Gewürze, aber auch vielleicht nicht bei Ihnen, aber in vielen anderen Privathäusern viel Chemie im Essen, die also, ich sag mal, wenn man heute ein Ei essen würde, das von einem Mistkretzer, nicht despektierlich, der nichts anderes gekriegt hat, essen würde, würde man erstmal sagen, das schmeckt nicht, weil die gefütterten Hühner natürlich Farbe und Geschmack ganz anders sind, ne? So ist es mit vielen Tieren. Ich bin selber in einer ländlichen Region groß geworden und das ist ein ganz anderer Geschmack. Aber nicht bloß bei den Tieren, auch beim Gemüse, ja, etc. Heutzutage ist das Leben viel, viel schneller. Ja. Die Nachfrage ist größer und viele Dinge haben sich natürlich dort selbstverständlich verändert. Ist natürlich auch eine Herausforderung, so alte Gerichte auf modern zu adaptieren mit den Möglichkeiten, die man heute hat. Ja, das stimmt. Die Möglichkeiten sind heute vielfältiger, aber es heißt ja nicht gleich, dass es alte Gerichte oder diese alte Tradition, wie auch die Herstellung. Alte Rezepte, wenn es vielleicht alte besser. Alte Rezepte, dass das was Schlechtes ist, ja, oder so. Nein, nein, im ganzen Gegenteil. Es macht viele Generationen froh, dass solche Rezepte auch mal aufgelebt, ja, werden wieder.
dass man sowas bekommt, was man vielleicht vor 50 Jahren das letzte Mal gegessen hat. Ja. Das ist schon was ganz Besonderes. Und jetzt finde ich auch interessant, immer zu den Romanen zu kochen. Und in vielen Büchern kamen natürlich auch Erwähnungen von vielen Rezepten oder Speisen vor. Man hat ja früher viel mehr Respekt vor dem Tier gehabt und hat es fast komplett verwertet. Es wurde ja alles Mögliche draus gemacht, was man heute zum Teil gar nicht mehr kriegt beim Metzger. Aber das versuchen wir natürlich auch, so gut es geht, alles zu verwerten, was das Tier eigentlich hergibt. Ja, grundsätzlich, die Nachhaltigkeit ist auch in Ihrem Haus ein großes Thema. Genau, richtig. Ja, es gab so schöne Dinge wie Krebspastete oder Flusskrebspastete, genau, war es genannt. Das waren ja so Speisen, die früher in den bürgerlichen Häusern ja durchaus, Krebse gab es ja nun in den Bächen und Flüssen en masse. Ne? Das ist heutzutage leider nicht mehr der Fall. Nee, aber früher war das überhaupt kein Luxusessen. Ne? Richtig, genau. Weil die natürlich auch Parasiten in den Flüssen letztendlich waren und viel Lebensraum vernichtet haben. Ja, Fischleicht gefressen. Genau, richtig. Aber mittlerweile ist der Krebs auch eine bedrohte Tierart. Ja. In unseren heimischen Flüssen, da gerade durch den Klima. Wandel auch, die Flüsse sich verändern, teilweise kein Wasser mehr drin in heißen Sommermonaten und so verändern natürlich auch die Tiere und die Bestände gehen zurück. Ja, wollte nur sagen, was damals ein Allerweltsessen war oder Lachs, als die Flüsse noch die Flüsse raufwandern konnten, ob Elbe, ob Eder oder so, war das ja kein Luxusessen, sondern er war halt da, ne? Dass das heute ganz anders gehandhabt wird. Ja, Sie haben gleich die nächste Lesung mit Gerichten, dasselbe wie jetzt, genau, richtig. Ist dasselbe immer dem der Zeit angepasst sozusagen. Und wir haben vier Lesungen in dem Fall, die immer so circa 2,5-3 Stunden dauern. Und das ist jetzt schon seit 9,5 Jahren, die ich hier bin, mein neunter literarischer. Und wie viele Jahre gibt es den Stern? Hier im Haus insgesamt 13 Jahre. Und unter Ihrer Ägide? Wären das nächstes Jahr 10 Jahre. Das ist eine Nummer, ne? Richtig. Da kann man drauf aufbauen. Herr Haneke, vielen Dank. Ich sage vielen Dank, wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit im Rahmen des literarischen Frühlings und freue mich, wenn natürlich viele Gäste uns auch im nächsten Jahr beehren werden. Und gucken Sie hier ins Philipp-Soldan-Restaurant rein. Es lohnt sich allemal auch außerhalb des literarischen Frühlings. Ja. Vielen Dank. Gerne. Alles Gute. Ja.